Damals, als alles begann. Part 2 Das erste Mal ist immer schlimm. Wenn man das erste Mal etwas getan hat, das man sich vorher nie vorstellen konnte, wollte, weil man es abstoßen und widerlich fand, sich dachte, man würde niemals so tief sinken, fühlt man sich schlecht. So schlecht, dass man dem sofort ein Ende setzen möchte. Doch was, wenn es so ohne weiteres nicht möglich wäre? Wie sollte man es beenden, wenn man darauf angewiesen ist, außer sich von der nächstbesten Autobahnbrücke zu stürzen? In der Hoffnung, der Lkw, den man sehnsüchtig erwartet hatte, würde ein erst Schmettern und schließlich unter sich zerreiben. Auf dass man nicht mehr diese Scham verspürt, niemanden in die Augen schauen muß, ohne Angst davor zu haben, enttarnt zu werden, verstoßen zu werden. Alexei zündete sich mit zitternden Fingern eine Zigarette an und lehnte sich gegen die Hauswand. Direkt neben der Eingangstür, durch die er gerade getreten war. Er zitterte am ganzen Leib. Ekel, Schmerz und Hass brodelten in ihm, irgendwo war auch die Wut. Übelkeit stieg in ihm auf, er wirkte sie hinab und schaute einem Auto hinterher, zog an seiner Zigarette. Die Gegend, in der er sich befand, sah aus, wie er sich fühlte. Sie hatte in ihrer Anfangszeit bestimmt mal so etwas wie Stolz ausgestrahlt, doch diese Zeiten waren schon lange hinfällig. Die Straße wies riesige Löcher auf, die Laternen, wenn sie denn funktionierten, flackerten und verströmten diffuses Licht, weshalb man kaum etwas erkennen konnte. Die Hausfassaden waren mit Parolen und anderem Graffiti beschmiert, an manchen Stellen blätterte der Putz ab. Alles, was aus Metall bestand, rostete vor sich hin. Die Haustüren hingen los in ihrem Angeln, manche der Wohnungen standen leer. Er nahm einen letzten Zug, bevor er die Zigarette vor sich auf den Gehweg warf und sie austrat. Das Zittern war noch nicht komplett verschwunden. Alexei wischte sich mit der Hand über die Stirn und lief die Straße entlang. Es dauerte eine ganze Weile, bis er an seinem trostlosen Wohnblock ankam. An den Stellen der Wand, wo mal Farbe gewesen war, damals vor einem halben Jahrhundert, erinnerten nur noch Fetzen daran. Er trat auf die Eingangstür zu. Sie war halb aus den Angeln gerissen, doch seit jeher hatte sich keiner darum geschert. Er wollte auch schon hier einbrechen. Es war ja doch nichts zu holen. Alexei schritt die Stufen hoch und betrat das enge Treppenhaus. Er musste mehreren Gestalten ausweichen, die auf der Treppe ihr Nachtlager aufgeschlagen hatten. Auch ein Junkie war unter ihnen, ihn prüfend mustern, ob es sich lohnen würde, sich mit ihm anzulegen. Aber als Alexei auf seiner Höhe war, hatte er sich anders überlegt und verfiel zurück in sein Zittern, die Beine an den Körper gezogen. Schließlich stand Alexei vor seiner Wohnungstür, auch wenn nichts darauf hindeutete. Als er durch den Rahmen getreten war, schloss er sie hinter sich und drehte den Schlüssel im Schloss. Er hatte jetzt genug für die Miete. Jedoch nur für einen Monat. Bei dem Gedanken, es wieder machen zu müssen, stieg ihm erneut Galle hoch und er konzentrierte sich auf etwas anderes. Er zog sich seine Sachen aus, warf sie in eine Ecke, ging ins Bad, stellte sich unter den Strahl der Dusche. Das Wasser war eiskalt. Alexei hatte es aufgegeben, zu versuchen, den Vermieter zu überreden, den Boiler zu reparieren. Er war es leid. Gesehen von inhaltslosen Versprechungen würde er nichts erwarten können. Eher würde der Vermieter das Haus abreißen lassen, als irgendetwas für die Sanierung auszugeben. Und auch wenn das Wasser eiskalt war und auf der Haut brannte, fühlte es sich gut an, das klebrige, eklige hinfortzuwaschen und zu vergessen, eher zu verdrängen. Er würde es nicht vergessen können. Am nächsten Morgen erwachte Alexei von einem lauten Klopfen gegen seine Tür. Er stand auf, rieb sich die Augen, schlüpfte in eine Trainingshose und ging zur Tür, um sie zu öffnen. Gelaunt stand ihm sein Vermieter gegenüber, der ihn anblaffte, dass er sein Geld haben wolle. Alexei drehte sich daraufhin zu seinen Klamotten um, die immer noch in der Ecke des Flurs lagen, und holte das Geldbündel heraus. Er zählte die Scheine ab und reichte sie dem Vermieter, der auf dem Absatz Kehrt machte und ohne ein Wort der Verabschiedung verschwand. Nachdem Alexei die Tür mit einem Scheppern geschlossen hatte, blickte er ernüchtert auf die zwei verbliebenen Scheine, die er noch in der Hand hielt. Es würde gerade so reichen, um bis zum Wochenende über die Runden zu kommen. Wenn er sich zurückhielt. Für die besonderen Einkäufe, die bald wieder fällig waren, langte es nicht. Ein Gefühl der Beklemmung durchfuhr seinen Körper, von einem tiefen Wunsch begleitet, der nie in Erfüllung gehen würde. Alexei ließ sich wieder auf das Bett fallen und starrte an die kahle Decke. Malte sich ein anderes Leben aus. Ein Leben, in dem alles anders gelaufen wäre. Sein Magen fing an zu grummeln. Seufzend blickte er auf seinen Nachttisch, auf welchem ein voller Aschenbecher stand. Zwischen den Kippen lag eine Spritze. Er setzte sich auf und lehnte sich mit dem Rücken an die Wand, griff nach der Spritze, öffnete die Schublade, zog ein Päckchen mit Pulver, einen Löffel und ein Gasfeuerzeug heraus. Vorsichtig streute Alexei einen Teil des Pulvers auf den Löffel und legte es zurück in die Schublade, hielt sich den Löffel vors Gesicht und betrachtete das Pulver eingehend. Das Feuerzeug, welches zischte, hielt er darunter. Es dauerte nur wenige Sekunden, in denen das Pulver seine Form veränderte. War es vormals weiß gewesen hatte es nun eine braune Färbung angenommen, ähnlich wie bei der Karamellisierung von Zucker, nur dass es jetzt flüssig war. Alexei zog die Spritze auf, den näheren Löffel legte er zurück in die Nachttischschublade, griff neben sein Bett und zog einen Gürtel hervor, den er um seinen Arm schlang und zuzog. Bevor er die Spritze ins Fleisch drückte, klopfte Alexei auf seinen Arm. Den Einstich nahm er gar nicht mehr wahr. Er drückte den Inhalt der Spritze in seine Ader, legte die Spritze wieder in den Aschenbecher und wartete einen Moment, bevor er den Gürtel lockerte und schließlich ganz öffnete. Erst passierte rein gar nichts, doch plötzlich breitete sich eine wohlige Wärme in seinem Innern aus, von Schläfrigkeit gefolgt. Seufzend machte er die Augen zu, versank in die Welt der Träume. Die Welt um ihn herum war hell erleuchtet. Er saß in einem kleinen Garten. Sah an einem Gartentisch sitzen seine Großeltern und seine Mutter, welche redeten und lachten. Er blickte auf seine Hände, die Hände eines Kindes. Alexei beugte sich nach vorne und krabbelte auf die kleine Gemeinschaft zu. Seine Mutter machte ein gespielt böses Gesicht und ermunterte ihn, er solle doch laufen, er könne das doch so gut. Alexei richtete sich auf und lief nun auf die kleine Gruppe zu. Seine Großmutter betrachtete ihn erfreut, während ihr Mann erst ihn, dann sie argwöhnisch betrachtete. Am Tisch angekommen, hielt er sich an der Tischkante fest und blickte auf die Kuchen. Er deutete auf den Zupfkuchen und sagte, dass er ein Stück haben wolle. Seine Mutter lächelte und tat ihm ein Stück auf den Teller, deutete auf den einzig freien Stuhl und Alexei setzte sich. Genüsslich aß er den Kuchen. Mutter machte den besten, wie er fand. Die Mutter seines besten Freundes machte auch gute Kuchen, aber die seiner Mutter konnte sie nicht übertreffen. Als er das letzte Stück essen wollte, Merkte er, dass sich die Welt um ihn herum veränderte? Wolken zogen rasch über den Himmel. Sein Großvater hatte plötzlich mehr Haare als vorher. Überhaupt sah er anders aus, aber vertraut. Der kleine Alexei versuchte, sein Gesicht einzuordnen, schaffte es aber nicht, sich zu erinnern. Plötzlich war auch der Tisch verschwunden. Die Welt versank in Schwärze. Nur er und dem unbekannten Mann saßen im Spot, umringt von schattenhaften Gestalten, welche aufgebracht tuschelten. Der Mann grinste, fuhr ihm durchs Haar, streichelte ihm über seine Stoppeln gesetzte Wange. Alexei ließ es geschehen, verzog nicht die Miene, während sein Gegenüber seine Hose öffnete und seinen irrigierten Schwanz hervorholte. Saban packte der Mann Alexei am Kopf und presste seinen Kopf in Richtung seines Schoßes. Kurz bevor sich die Lippen Alexeis um das Lied schlossen, wurde alles überstrahlt. Alexei erwachte aus seiner Trance und erbrach sich neben sein Bett. Mit kaltem Schweiß auf der Stirn, schwer atmend, richtete er sich auf. Was hatte er getan? Was würde seine Mutter denken? Er hatte alle entehrt. Er würde sie nie wiedersehen. Er würde an einen dunkleren Ort kommen als sie. Herunterschauen auf ihn, verspotten, verlachen würden sie ihn. Auf wackeligen Beinen schleppte er sich unter die Dusche, nach welcher er sich anzog, um einkaufen zu gehen, seine Gedanken zwanghaft auf etwas anderes gerichtet.